Heute kümmern wir uns nochmal um den Komfort im neuen Renault Zoe und da haben alle drei Ausstattungsvarianten, egal ob Life, Experience oder Intense, ein ganz besonderes Ausstattungsmerkmal, das man sonst immer extra dazu kaufen muss, und zwar eine Standheizung. Die ist beim Renault Zoe auch ganz besonders wichtig. Ich zeige Ihnen mal, wie sie eingestellt wird. Wir gehen also auf unser Menü und dort auf die Einstellungen. In die EV-Programmierung und jetzt kommt's hier unten, Klimaanlage. Und da können wir die Klimaanlage bearbeiten und da nicht nur Standheizung, sondern auch eine Standkühlung draus machen. Also Sommer wie Winter immer die perfekte Temperatur im Auto. Und dann haben wir die verschiedenen Komfortprogramme, die man nach Wochentagen oder am Wochenende einsetzen kann. Und dann ist es nicht nur schön warm im Renault Zoe, sondern es hat noch einen ganz anderen Vorteil. Wenn ich nämlich meinen Renault Zoe so programmiere, dass die Standheizung läuft, wenn er noch an der Ladesäule hängt, dann verbrauche ich keinen extra Strom. Außerdem ist der Innenraum schön warm oder eben im Sommer schön kühl. Und die Batterien sind auch warm und können dann beim Fahren viel mehr und besser Energie aufnehmen. Also bei allen drei Ausstattungsvarianten Klima und Standheizung gleich inklusive.